Danzig, das sind Meer, Hafen, Schiffe und Fische. Das sind aber auch Leben, Arbeiten und Wirtschaft. In Polen, durch die Ostsee, aber auch in 8 Nachbarländern. Wie können wir es erreichen? Mehr Lebensqualität, nachhaltiges Wachstum und soziale Gerechtigkeit zu verbinden und dabei eben gute Arbeit für die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder zu schaffen. Wie das zusammen funktionieren kann, interessiert nicht nur die Teilnehmer aus Deutschland und Polen. Auch die Referenten müssen sich ganzheitlich mit dem Thema auseinandersetzen. Denn es geht um erstaunlich viele Themen mit dem Bezug zur Arbeit. Nachhaltiges Wachstum, Investitionen in Produkte, bei denen die Produktion im Einklang mit der Natur steht, bedeutet Investitionen in Produkte, die unter fairen und vernünftigen Arbeitsbedingungen mit sozialer Sicherung organisiert werden. Erneuerbare Energien und ihr Ausbau sind genauso Thema wie Ausbildungsoffensiven, der demografische Wandel, soziale Sicherung, Versorgung alter Menschen, CO2-neutrale Häfen und Schiffe und natürlich Tourismus. Arbeitsmarkt, Gesellschafts- und Sozialpolitik sind an der Ostsee eng mit der Industriepolitik verbunden. Really important thing is not to lose sight of the industrial policy, to continue to be competitive on global scale and to innovate. And for that further improvement in the education system needs to be made. The labor markets need to continue to evolve. Genau um diese Evolution geht es in der ersten Panel-Diskussion mit dem Staatsrat der Hamburger Senatskanzlei Wolfgang Schmidt, dem SLD-Abgeordneten für die Wojewodschaft Pommern Jarosław Stukowski und der Präsidentin der Sonderwirtschaftszone Pommern Teresa Kaminska. Problem wolnego rynku pracy mieści się w takich bardzo szerokich granicach prawa każdego człowieka, jest to, żeby wybierał sobie miejsce pracy i miejsce zamieszkania. Denn theoretisch kann jeder im Ostseeraum, mit Ausnahme der russischen Enklave Kaliningrad und der Region um St. Petersburg, als Nicht-EU-Territorium seinen Wohn- und Arbeitsort frei wählen. Vor allem im Bereich der Anerkennung von Berufsqualifikationen ergeben sich jedoch noch viele Hindernisse. Dabei ist ein gemeinsamer Arbeitsmarkt auch eine Wachstumschance für die Wirtschaft des Ostseeraums. Durch ein weiteres Zusammenwachsen können sogar ganz neue Arbeitsplätze entstehen. Ich würde sagen, das ist für die Jugend eine Chance. Na północy jest problem językowy, Szwecja, Dania, a Niemcy też jest problem językowy. Pracuję tylko właśnie, jeśli chodzi o rejon Bałtyku, to w Gdańsku. No ciekawe, bo to jest zawsze jakiś rozwój. Damit das Angebot dabei mit der Nachfrage Schritt halten kann, sind viele konkrete Schritte nötig. Von einer verstärkten Kooperation der Gewerkschaften an der Ostsee über gemeinsame Ausbildungsinitiativen bis hin zur Verhinderung von Menschenhandel steht einiges auf dem Programm. Auch im Interesse der neuen Beitrittsländer wie der Balten, wie auch Polens. Muss das gelingen, dass wir hier eine ausgeglichene Arbeitsmarktregion bekommen, wo gelten muss, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Auch nach der Konferenz bleibt also viel Stoff für Diskussionen und Vision an der Ostsee. Und ein großes gemeinsames Ziel. Dass wir alle zusammen erstens besser zusammenleben, also dass wir ein besseres Leben hier haben werden. Dass wir es schaffen, eben auch die Umwelt, unsere Umwelt gut zu gestalten und dass wir eben auch das Wachstumspotenzial dieser Region wirklich entfesseln. Wachstum für Leben und Umwelt. 3 gute Ziele. Und das nicht nur für die Ostsee.